Okay, ich sehe schon, das Runterhungern hat auf jeden Fall gesehen. Ja, boah. So, jetzt nochmal auf Deutsch bitte alles. Das Runterhungern hat gar nichts gebracht bei dem Vieh. Wer hat's gesagt? Wer wollte nicht hören? Nee, weil ich jetzt die Scheiße, ich habe ja schon die Hälfte von dem, was ich jetzt schon voll habe, ist ja wieder runtergegangen, weil ich keine Bären mehr drin hatte, weil das Scheißvieh ja frisst und frisst und frisst und frisst. Deswegen über tonnenweise Bären drin haben. Was? Immer tonnenweise ein Bären drin, damit es niemals aushungern kann. Ja, die müssen immer was zu fressen haben. Und wenn es der Code ist. Ach, guck mal. Der Triceratops, du hast doch gesagt, das Beste fressen die Dinos immer zuerst, wenn die alles voll ist. Ja. Und der Triceratops, der hat gerade so eine rote Beere gefressen, gleich am Anfang. Gut. Waren dann alle drinne? Ja, na klar, ich sammel gerade. Also Triceratops, rote Beere. Ne! Du Drecksvieh, bist schon. Ey, Alter! Ach ne, gut, der Soundeffekt war bloß aus. Oh, weil ich zu weit weg war. Das ist diese blöde Lache von dem Kerl, ey. Aber ich glaube, jetzt hat es wirklich geschnickelt. Geschnackelt. Alter, dieses Vieh, ey, übelst. Na, was frisst die jetzt nur oder nicht? Na, hey, wie weit bist du eigentlich mit dem Gewächshaus noch gekommen? Ich hab's gar nicht mehr gesehen in dem Livestream. Aufs Bett stehen. Okay, und für den Rest fehlt noch Kristall. Genau, Kristall ist jetzt das, was am meisten noch fehlt. Mein Bärchen hat ja keinen Sattel mehr. Keine Ahnung, wer geklaut hat. Der dürfte wahrscheinlich auf meinem Vögelchen drauf sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, dann müssten wir vielleicht mal noch einen neuen craften. Kann ich machen. Ich kann den nicht, den habe ich nicht gelernt. Wenn wir noch irgendwo 150 Chitin oder sowas oder Keratin haben, kann ich bestimmt, den gerne einen machen. Bestimmt. Hä? Das Kristall. Ich hab mal die Hälfte voll. Ja. Ich hab's gesehen, ich hatte eins per Herzinfarkt währenddessen. Also 93 Perlen haben wir jetzt, das müsste reichen für den schässlichen Scheißsattel. Aber wenn nicht, ich hätte noch 43 dabei. Ist jemand im Lager gerade? Ja. Kann mal jemand das die Lager, die Dinos hier wegholen? Welche Dinos? Die Elfriede und die Gertrude? Klar, kann ich gleich machen. Ich weiß auch nicht, irgendwie nerven die mich hier. So, ganz kurze Stille. Schweigeminute. Für den lieben, für den Flipper, den Nero gekillt hat. Jetzt hab ich dich wieder. Krieg ich alles auf der Gamescom zurück, wa?
Onkel, ich werde dich so fist auf der Gamescom, sag ich dir. Freut euch auf das Video, was von der Gamescom kommt. Wenn ihr nicht dabei seid, wenn ihr nicht dabei seid, es wird was kommen. Ich werde dich so lieb haben. Nein, ich habe auch schon eine richtige Idee, wie ich das Video gestalte. Das wird das Dick. Du hast es schon gehört, Nero, ne? Zumindest den Anfang. Das ist sehr gut an. Höchstens im Lagerraum könnte noch was sein. Was nuschelst du dahin? Zeatin, Zitin und Kreatin. Nein! Oh, nein! Oh. Da habe ich bislang kaum was. Nein! Oh, Alter, was mache ich hier? Ich habe ja die Hoffnung, dass es eventuell im Lagerraum was gibt. Was? Ich guck mich mal um. Ich fahre mich schnell ein bisschen was. Sorry. Hier soll noch irgendein Schwanz durchblicken in diesem Lagerraum oder so. Boah. Da oben noch was? Da oben. Da liegt auch noch was. Das sind ja auch nochmal Schränke. So, Werkzeug. Ist nur Hai drin. Was haben wir jetzt? Ich habe jetzt hier 11 Kreatin. Einstecken. Und 6 Cementing. Ja, Cementing Paste brauche ich überhaupt nicht. Zitin. Mann, ich bin total verwirrt. Alter, was mache ich hier? Warum ist ein Sapo hier? Der hat einen Ständer. Oh ja, der geht steil nach oben. Und da muss ich jetzt mal ein Bild von machen. Oh, Flint und Stone. Natürlich fehlt mir wieder so ein Scheiß. Das Lagerfeuer steht ja gar nicht mehr, ne? Nee. So, ich hole jetzt erstmal die 2 Dinos ab, Alter. Hat der Onkel einen Herzinfarkt bekommt? Was? Ja, alles gut. So, wir haben jetzt 6 Zitin, 28 Kreatin. Wir haben, glaube ich, sonst nichts mehr hier. Okay. Da ist ziemlich viel draufgekommen heute. Ja, aber was? Warum machst du sowas? Ich hab Bock drauf gehabt. Oh, Ja. Ne, okay. Ich dachte schon, es zieht mir jetzt Energie ab, weil ich doch das Feuer hingemacht habe. So, ich hole jetzt mal die 2 mit dem Rex ab. Ja, langsam wird's ruhiger hier in unserem Stream, weil langsam werden wir alle ein bisschen angeschlagen, muss man ja mal wirklich mal zugeben. Gut, aber normal, denke ich mal, ne? Ja. Ja, ist bei mir auch nicht um die Ecke. Armstrong schreibt gerade, die Gamescom ist nicht um die Ecke. Ist bei mir auch nicht um die Ecke, aber ich muss mir es einfach mal antun. Ich war einmal drauf und es war geil. Ich habe gar nicht so einen Bock drauf, auf der Gamescom da direkt da drin rum und zu warten. Also ich werde auf jeden Fall eine Killerschlange mich anstellen, um irgendein Game zu zocken. Das kannst du vergessen. Das werde ich nicht machen. Weil das ist mir einfach zu dumm. Da stelle ich mich lieber dahinter und guck mal kurz zu oder so. Aber wenigstens mal dort sein, mal gucken, wie es ist. Und mich interessieren dann mehr so, gerade wie gesagt, Zweikampfsofa oder... Oder eben, ja, mal gucken. Ja. Und eben Noxy, Nero und so mal kennenzulernen, das wird geil. Oh ja.
Also der Onkel und der Wade, das ist die einzige, wo mir noch fehlen. Und Sergeant. Und Sergeant, genau. Hallo, Atlante. Was? Atalante, Entschuldigung. Hallo, Elfriede. Hallo, Gertrude. Alle stehen sie hier rum. Alles Weiber hier. Wir gucken mir zu, wie ich einen Kerl sehe. Babam, bam, babam. Babam, bam, babam. In Düsseldorf ist die Gamescom, hat, ne? Hatte ja noch irgendwas gesagt? An Köln ist. Ach, in Düsseldorf war sie mal, ne? Die Gamescom. Hat er irgendwas gesagt? Hier wegen Treibhaus ist richtige Höhe und so? Was ich da raus muss? Nee, hallo? Hat er mir nicht jetzt gesagt. Da muss ich selbst nochmal nachgucken. Okay. Hallo? Ja? Die Gamescom. Ja? Was passiert hier gerade? Alter, verarsch mich hier nicht! Alter, Alter. Junge, ich habe jetzt gedacht, jetzt ist aber Schluss. Jetzt frisst uns der T-Rex, aber dann habe ich den Sattel gesehen. Oh. Ja, die Gamescom, die war mal in Düsseldorf, oder? Ja. Gut. Weil ich verwechsel das immer. Ich sage immer Düsseldorf. Aber die Atlante da lassen. Ist doch in Düsseldorf geblieben. Und die Atalante da lassen. Ja, den Rest drin lassen. Einfach nur die Viecher hier mitnehmen. Der Elfriede und die Gertrude. Genau. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Hättest du hart getrieben. Hä? Jetzt hängst du gerade unten am T-Rex dran. Das sieht aus. Bist du auch gerade, oder du sitzt drauf, oder? Ja, ja. Weil du hängst bei mir unten dran. Das hatte ich heute beim Dynamo, im Flugsaurier. Das ist unten drunter gegangen. So, die ersten zwei Dinos sind weg. Ich konnte auch mal was für unser Tribe tun. Geil. Ja, ist auch gut. Freut mich. Das ist sehr gut gemacht, Onkel, für dein erstes Mal. Ja. Ich bin zwar ein Low-Leveler, aber gerade mit Level 72 ist, glaube ich, nicht unbedingt Low-Level. Also, es geht schon. 72 ist okay. Ist so ein Mittelding. Kann man schon machen. Vor allem hast du auch die erste Lektion gelernt beim Taming, die du niemals leer laufen lassen. Na siehst du, passt doch, Armsrock. Kannst du doch mit zur Gamescom kommen. 2,5 Stunden ist doch nicht viel. Ich wohne hier in Thüringen, ich fahre bestimmt ein bisschen länger als du. Also ich denke mal 6 Stunden bin ich schon unterwegs. Ich gucke jetzt irgendwie nur Schlafplatz oder so penne ich immer. Oder auch so, oder 4 Stunden. 4 Stunden mindestens, denke ich mal. Und ja. Also ich werde dann, ich denke mal, ich werde da den Freitag und den Donnerstag irgendwie frei nehmen. Da werde ich schon mal bei Rivanos Leuten auftrudeln, dass ich dort erstmal einen Tag pennen, weil ich habe keinen Bock, dann müde nach der Fahrt auf die Gamescom aufzuschlagen. Muss ich aber dann glaube ich mit Rivano bequatschen, dass der auch vielleicht da ist oder so. Ich werde auch gucken, dass ich vielleicht einen Schlafplatz irgendwo bekomme. So ein Hotel oder sowas. So. Ja, ich mach jetzt erstmal. Ach, du warst weg? Jo. Also treffen wir uns dieses Jahr auf der Gamescom, sagst du, Satschen? Ja, wo? Also wenn ich gerade krank bin oder so, definitiv. Am's Rock, der fährt gerade mal 2,5 Stunden, das ist doch super. Kannst du mal hinfahren. Wo wohnt denn der Am's Rock, wenn ich fragen darf? ...471 Kilometer davon entfernt, keine Ahnung. Aber kann das
sein, dass YouTube höhere Differenz. Warum verbrauchst du denn so viel Sprit für 2,5 Stunden Autofahrt? 300 Euro Sprit, Alter. Was hast du für eine Karre, ey? Da würdest du die Karre zum Fenster rausschmeißen, ey. Alter. Ernsthaft? Das ist ja Wahnsinn, ey. Da würde ich doch die Karre rausschmeißen, aber mal ganz ehrlich. Da ist mir sonst was. Also, das war mir zu viel. Das schluckt ja dann mega, ey. Da könntest du ja. Du hast. Oh, alter Schwede. Aber klar, dafür kann man schon mal 300 Euro blättern, weil das wird geil, denke ich mal. Und dann kann man da mit dir über die Gamescom ziehen. Du bist dann offizielles Mitglied von Gamer von YouTube Germany und kommst dann mit durch die Gamescom. Das wäre doch geil. Du bist ja natürlich auch mit auf der Cam, ne? Also ich muss auch nur eine Kamera besorgen. Also für mich wird es teurer als 300 Euro, weil, wie gesagt, ich will eine Cam haben. Ich will auch was Ordentliches haben an Kamera, ne? Also nicht irgendwelchen Mistkurven, der hier 20 Euro kostet oder so. Ja, aber. Na gut, das muss jetzt so nicht 300 Euro kosten. BMW 32 BI E36, keine Ahnung. Ah, hau die Karre raus. Dann hau die Karre raus und. Aber fast die Hälfte. Und CT, dann haben wir 6, ne? Ja, dann haben wir die Hälfte. Ja, siehst du aus, als ein bisschen länger. Was? Schaut so aus, als dauert er ein bisschen länger. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hänge jetzt die ganze Zeit am Stego. Ja. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Onkel? Ja? Wie lange dauert bei dir, bis ein Kopf eingedampft ist? Also ich habe die jetzt bestimmt 2 Monate, 3 Monate drin gehabt. Ja, still. Also damals die von dem Eichas, den ich am Anfang hatte, da habe ich eine Woche. Dann musste ich wechseln. Aber bei dem jetzt. Also, eingedampft, dass er eingedampft ist. Ach so! Eingedampft. Keine Ahnung. 20 mal 10 vielleicht. Das ist ja eine richtige Wissenschaft aus dem Scheiß da. Wie merkt ihr, dass das Ding eingedampft ist? Wenn ein richtig guter Geschmack da ist. Was geht denn um Geschmack? Also, du kannst ja vorher schon dampfen, das heißt, dass du nicht dampfen kannst, das ist bloß das Problem. Was heißt das Problem? Das ist auch kein Problem. Aber das ist halt das Ding, dass du dass es eben der Geschmack noch nicht so richtig da ist am Anfang. Also der ist schon da, aber den richtigen vollen Geschmack brauchst du halt mit Zeit dazu, das wollte ich jetzt auch. Also meinen ersten Kopf, den habe ich ja jetzt gerade gewechselt, der hat jetzt ja seit Silvester. Ja, ist ganz gut. Wann merkt ihr, wenn der Kopf kaputt ist? Das schmeckt verbrannt. Ja. Ich hatte jetzt vor. Was ist, wenn man nichts schmeckt? Was? Was ist, wenn man nichts schmecken würde? Das ist ein Problem. Das ist halt kein Geschmack. Ich würde aber schon sagen, dass man es schon schmeckt. Also, ich glaube, auch wenn du keinen Geschmack hast, schmeckst du das, wenn es verbrannt ist. Das Ding ist ja, bei solchen Dampfern sind die Geschmacksrichtungen so intensiv, dass eigentlich das jeder schmecken könnte. Eigentlich, denke ich mal. Wenn du also riechst, schmeckst du nichts. Und das wäre bei mir der Fall. Also rieche ich nichts. Also ich finde, manche sind wirklich so vom Geschmack her richtig, da ist fast gar nichts. Aber manche sind wieder so richtig bombastisch. Da schmeckst du alles. Ja, aber Amsrock, egal ob dein BMW jetzt schluckt oder dein BMW. Wäre schon cool, wenn du dabei wärst. Kriegst sogar einen Auftritt. Kriegst sogar einen Auftritt auf YouTube.
Nee, aber das ist logisch, kommt, ne? Ja, weil ich fahre hundertprozentig, da kann ich ihn mitnehmen. Ja, könnte das ich ihn mitnehmen. Hat er sicherlich gehört, das muss ich nicht nochmal fragen, denke ich mal. Achso, okay. Von wo bist du denn? Wo haust du denn, Amsrock? Wenn du natürlich in Thüringen Nähe oder so wohnst, dann kann ich dich auch mitnehmen. Natürlich kann man dich auch wieder zurücknehmen, du bist es nicht, ne? Also. Das überlegen wir uns. Ach so, da muss er ja, stimmt, der kommt ja gar nicht, wenn ich ihn mitnehme, der kommt ja gar nicht irgendwo hin. Weil ich bin ja bei Rivano. Wäre aber so kein Ding.